Es geht ab, Leute, die Mabbelt hier mit einem Video nochmal zum Jahresende. Und zwar haben wir heute ein Top 10 der Karten 2014. 2014 war ein interessantes Jahr, viele neue Decks und fangen wir mal an mit dem Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 haben wir Wiretap, eine der meistgespieltesten Fallen in diesem Jahr. Sie hat eine der ältesten Fallenkarten abgelöst, 7 Tools. Ist halt einfach eine bessere Variante von 7 Tools. Kann jede Falle negieren und dann zurück ins Deck mischen und hat keine Kosten. Konnte halt spielentscheidende Fallen stoppen und durch den Reinmischeffekt konnte man Sachen wie den zweiten Effekt von Sanctum oder Breakthrough umgehen. Wurde halt sehr oft gespielt, weil das Format langsamer war, Head-Zeiten und so. Das war halt sehr Backrow-lastig und Wiretap war da Pflicht dreimal. Es gab halt ständig Backrow-Wars. Da durfte die Karte halt nicht fehlen. Deswegen Platz Nummer 10 für Wiretap. Platz Nummer 9 haben wir Breakthrough Skill. Die Karte hat in diesem Jahr auch vermehrt mehr Spiel gesehen. Sie hat halt die Fiendish Chain abgelöst, die davor halt gespielt wurde, weil der Effekt halt zweimal einsetzbar war: einmal in der gegnerischen Runde und einmal in der eigenen, um störende Effekte eben zu stoppen, wie Artifacts oder halt so Blockerkarten wie Winder, Ophion und Vanity's Fiend. Deswegen auf Platz 9. Dann auf Platz 8 haben wir ein Duo, und zwar Eishand und Feuerhand. Zusammen zwei sehr starke Karten, wie man im Head-Deck gesehen hat, also Hand, Artifact, Trap Tricks. Sehr schwer, die zu zerstören, ohne Minus zu machen. Die waren halt so stark, dass man sie in fast jedem Deck gesplasht hat. Sie werden zwar zurzeit nicht mehr so viel gespielt, aber immer ein heißer Side-Deck-Kandidat und können im Alleingang so Nicht-Meta-Decks einfach zerstören. Dann auf Platz 7 haben wir Kugli Bandit. Er hat einfach einen überklassen Mill-Effekt und hat so langsamere Mill-Effekte wie Trooper abgelöst. Hat halt Lightsworn das nötige Tempo gegeben, um das Top-Deck zu werden zu der Zeit. Mit ihm kannst du halt schnell viel millen und trotzdem deine Power-Spells nicht verlieren. Wie gesagt, hat Lightsworn gepusht und für eine Weile auch dieses 60-Karten-Shadow Artifact Burning Abyss Deck. Deswegen von mir Platz 7 für ihn. Dann haben wir auf Platz 6 den Mathematiker. Wie auch Kugli Bandit hat er halt verschiedenen Decks den gewissen Boost gegeben, um schneller halt ihre Kombos durchzubringen, schneller gezielt zu millen und das halt auch schneller. Vor allem, weil er halt alles millen kann, vorausgesetzt 4 Sterne oder weniger. Ist halt sehr flexibel, im Gegensatz zum Beispiel Armageddon, der halt nur Darkness millen kann. Und das ermöglicht halt viele Kombos, das halt viele verschiedene Decks stärkt. Dann, auf Platz 5 haben wir 3 Exceeds, 3 4er Exceeds. Ich fand, alleine waren die jetzt nicht stark genug, um ihren eigenen Platz zu bekommen, aber waren auf jeden Fall stark genug, um irgendwie erwähnt zu werden. Und 2014 war auf jeden Fall das Jahr der 4er Exceeds. Dann haben wir Accessus Exiton Knight. Sehr gehypte Karte, als sie rauskam, ging 80 Euro. War eine Staple in jedem 4er Exceed Extra Deck. Konnte im Alleingang Spiele drehen. Wenn man nicht aufgepasst hat, kam er einfach raus. Und da sein Effekt Spell Speed ist, konnte man schnell sein ganzes Feld verlieren. Dann als nächstes 101 Silent Honor Arc. Kam zur selben Zeit raus wie Exiton Knight. Und der war auch sofort Staple in jedem Extra Deck.
konnte einfach jedes gespecialte Monster übernehmen. Dadurch hatte man halt nie Probleme, über irgendwelche Monster rüberzukommen. Dann ging am Anfang auch so direkt 40, 45 Euro. Dann haben wir Castell, der kam erst später raus, aber sein Effekt ist so stark, dass er sofort den Platz von 101 übernommen hat. Und seitdem ist er auch in jedem Deck das Vierer spielt, Staple. Auf Platz 4 haben wir dann wieder ein Duo, zwar Mogultek und Artifact Sanctum. Also einfach die Artifact Engine. Finde ich persönlich sehr stark. Hat ein gutes Treffel, ja, das Meta bestimmt. Also im Head, wie gesagt, davor schon. Dann im Shadow Artifact, also war echt lang überall dabei. Wurde jetzt halt auf der Liste eingeschränkt. Ansonsten würde es wahrscheinlich immer noch gespielt werden. So stark ist die Engine. Könnte man halt echt in jedem Deck spielen, um das zu supporten, stärker zu machen. Und deswegen verdient auf Platz 4, meiner Meinung nach. Dann haben wir auf Platz 3 ein Klassiker. BLS. BLS brauche ich niemandem zu sagen. Ist schon immer überklass gewesen. Lange Zeit verboten. Es gab eine Zeit, wo er kaum gespielt wurde. Aber jetzt dann in diesem Jahr wurde er wieder richtig abused. Konnte sich dadurch einen Platz 3 auf meiner Top 10 Liste ergattern. Kommen wir zum zweiten Platz. Da haben wir Soul Charge. Eine der wohl möglich übermächtigsten Karten, die Konami jemals erschaffen hat. Hier kann man einfach Spiele gewinnen, wenn man sie von oben zieht. So ist es halt. Es gibt nicht viele Karten, die stoppen kann. Da einfach so vielleicht 5 Monster kommen könnten. Abgesehen von der nächsten Karte, und zwar Platz Nummer 1, Vanity's Emptiness. Eine Karte, die sehr lange übersehen wurde, bis irgendwann ihr Potenzial entdeckt wurde und seitdem vom Preis her und von der Spielstärke her einfach nur noch steigt. Meiner Meinung nach verdient Nummer 1. Das Meta dreht sich einfach nur um die Karte. Hast du sie, gewinnst du, kassierst du sie, verlierst du. So ist es einfach. Deswegen für mich auf Platz 1. Ich glaube, ich muss dazu nicht viel sagen. Ja, das war die Liste. Top 10 Cards 2014, meiner Meinung nach. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann lasst in den Kommentaren, was ihr noch vielleicht in der Liste hättet sehen wollen. Oder wie ihr vielleicht was anderes gehabt hättet. Ansonsten wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Und ciao Leute.